So, hier sind wir jetzt auch schon auf seinem Hauptkanal und jetzt starten wir mal die Analyse. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Kanalinfo und hier sehen wir wieder ganz klar, Impressum ist vorhanden für die Steuer und ja, viele YouTuber, die haben ja, wie man letztes Jahr zum Beispiel mitbekommen hat, Probleme mit der Steuer, weil sie kein Impressum eingegeben haben und das ist bei ihm nicht der Fall. Er hat hier knapp 100 Millionen Aufrufe erreicht und ist seit 2013 auf seinem Hauptkanal dabei. Gehen wir jetzt mal hier auf das neueste Video. Wir sehen hier, er hat knapp 200.000 Views, hat das Ganze vor 2 Tagen hochgeladen und fangen wir mal an. Wir sehen hier in der Videobeschreibung direkt Produktplatzierung unterstützt durch Produktplatzierung. Das heißt, er wurde hier gesponsert, bekommt hier dadurch, dass er diesen Link hier reingesetzt hat, Geld. Verdiene pro Tag 300 Euro nur mit dem Handy. Klick auf den Link in der Videobeschreibung, dort findest du die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das auch schaffen kannst. Dann geht's weiter, er hat hier sein Trainingsprogramm, auf das werden wir später auch eingehen. Dann hat er hier seine Klamotten und Supplements und weitere Amazon-Links. Hier geht es jetzt erstmal los mit dem Hauptkanal. Die Klicks werden wir analysieren. Auf Social Blade sind wir hier wieder. Und da sehen wir, wie viel er pro Monat macht. Das sind in diesem Fall in den letzten 30 Tagen stehen wir hier bei 3,8 Millionen Aufrufen. Und wir hatten das ja schon mal beim letzten InScope 21 Video geklärt, was das hier mit diesen Zahlen auf sich hat. Und zwar haben wir immer ein CPM. Der CPM besagt, wie viel Geld man pro 1000 Aufrufe bekommt auf YouTube. Und je nach dem Thema, zum Beispiel InScope hat ja Comedy als Thema und Tim Gabel hat ja eher wissenschaftliche Themen. Je nach Themenbereich sind dann die Einnahmen pro 1000 Klicks höher. Tim Gabels Videos sind eher wissenschaftlich und dementsprechend eher für ältere Zuschauer. InScope 21 Videos sind eher für jüngere Zuschauer und deswegen sind Tim Gabels Videos teurer bezahlt. Deswegen gehen wir hier vom 4er Wert aus pro 1000 Klicks, weswegen hier wir auf einen ersten Wert kommen von 14.000 Euro, beziehungsweise wir runden hier das Ganze mal auf, 15.000 Euro für die Klicks auf dem Hauptkanal. Geben wir die erste Zahl hier ein. 15.000 Euro für die Klicks hier. Dann gehen wir jetzt weiter auf den Zweitkanal, Tim Gabel Clips. Und er hat das hier sehr, sehr elegant bzw. intelligent gelöst, weil wir sehen hier auf dem Hauptkanal, hat er verschiedene Interviews hochgeladen. Und hier sehen wir, dieses Interview geht fast 3 Stunden. Und dann hat er nochmal einen Zweitkanal gemacht und hier ein paar Highlights aus den Interviews hochgeladen. Und diese Highlights haben jeweils auch wieder fast 50.000 Aufrufe hier und dadurch macht er mit dem gleichen Video doppelt Geld. Kluger Mann. Wenn wir hier raufgehen, sehen wir auch wieder, in der Beschreibung haben wir wieder hier die Links drin für die Amazon-Produkte etc. Darauf gehen wir später ein. Wir schauen erstmal wieder hier, wie es hier aussieht mit dem Kanal. Der ganze Kanal ist sehr neu, Dezember 2019 gestartet, hat mittlerweile auch schon über 2 Millionen Aufrufe und natürlich auch Impressum vorhanden, ganz klar, er macht das sehr professionell und wie wir hier sehen, sind wir hier auf Social Blade beim Zweitkanal, Tim Gabel Clips und wir sehen hier ganz deutlich, er macht 1,2 Millionen, also fast 1,3 Millionen Views auf diesem Zweitkanal und das Ganze bringt ca. 5.000 Euro ein an Klicks. Deswegen gehen wir hier in unseren Rechner. Zu den 15.000 Euro vom ersten Kanal kommen diese 5.000 Euro vom zweiten Kanal und das addieren wir hier erstmal dazu. Jetzt stehen wir schon bei 20.000 Klicks bzw. 20.000 Euro pro Monat nur durch YouTube-Klicks. Jetzt geht's weiter. Und zwar, die nächste Einnahmequelle sind in diesem Fall die Amazon-Links.
Um das Ganze zu erklären, gehe ich wieder hier aufs Video rauf, in die Videobeschreibung, und hier sehen wir sogenannte Amazon Affiliate Links. Ich gehe mal auf einen rauf, auf den Klassiker. Geht wieder nicht, beim Inscope Video ging der Klassiker auch nicht. Gehen wir hier auf die Gains rauf. Und was wir hier wieder sehen, hier sehen wir wieder das Eiweiß von Zack Plus. Das heißt, er war ja früher hauptsächlich Fitness-YouTuber und bewirbt deswegen hier ein Eiweißprodukt. Und das Ganze kostet knapp 32 Euro. Und das heißt, wenn jetzt ein Zuschauer auf dieses Video geht, in die Beschreibung geht und hier auf diesen Link klickt, dann verdient Tim Gabel daran, wenn er dieses Produkt kauft. Und da ich das selbst mache und pro 5000 Klicks knapp 5 Euro bekomme, das heißt, ich kriege pro 1000 Klicks 1 Euro knapp, können wir hiervon auch ausgehen. Und wir wissen ja, dass Tim Gabel pro Monat hier 3,8 Millionen und hier 1,2, also knapp 5 Millionen Klicks insgesamt macht. Das heißt, durch Amazon macht er ungefähr selbst nochmal 5000 Euro. Das heißt, wir gehen hier zurück, egal, 5000 plus die 20.000 stehen wir derzeit bei 25.000 Euro im Monat, nur durch die Klicks und durch die Amazon-Links. Dann geht's weiter. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ganz klar sein Trainingsprogramm, und das wird mit Sicherheit am meisten ausmachen. Ich habe es hier schon geöffnet. Und zwar sehen wir hier, das Ganze kostet 195 Euro, also knapp 200 Euro. Und das ist natürlich recht schwierig zu schätzen, allerdings gehe ich das Ganze lieber geringer an als zu hoch. Das heißt, wir rechnen hier mit dem Preis, knapp 200 Euro kostet es ja, also ja, 5 Euro darauf, das schenken wir uns jetzt. Deswegen rechnen wir hier mit 200 Euro. Wir gehen mal davon aus, dass 400 Leute das kaufen. Also bei 5 Millionen Aufrufen kann man mal auf 400 Käufer gehen. 400 Leute kaufen das. Das heißt, er hätte damit schon 80.000 Euro, was wir hier hinzufügen können. Das heißt, diese 25.000 Euro sind eigentlich ein Witz gegen die 80.000 Euro, die jetzt dazu kommen. So, plus 80.000 Euro, da stehen wir schon bei 105.000 Euro im Monat. Das ist eine sehr, sehr hohe Summe. Und ich glaube, der gute Mann ist gerade mal 24 Jahre alt. Ja, dann geht's weiter. Und zwar hatten wir das beim letzten InScope 21 Video schon angesprochen. Und zwar Tim Gabel hat eine weitere Firma, und zwar die GN Fitness und Lifestyle GmbH in Stuttgart, und da ist er, wie man sehen kann, Geschäftsführer, und da erhält InScope 21, das ist hier sein normaler Name, erhält da 5000 Euro pro Monat, und wir gehen einfach mal davon aus, weil Tim Gabel auch Geschäftsführer ist, erhält er auch 5000 Euro, das heißt, wir können hier nochmal 5000 Euro draufrechnen. Jetzt stehen wir hier schon bei 110.000 Euro pro Monat, und viele sagen jetzt, ja, das kann auf keinen Fall stimmen, das ist viel zu viel. Allerdings habe ich noch ein bisschen recherchiert und ich bin hier auf eine Internetseite gestoßen, und hier sehen wir Kevin Wolter, der ja auch schon öfter mal Videos gemacht hat mit Tim Gabel, und hier geht es um den, wo war genau die Stelle jetzt noch, ich glaube hier unten irgendwo. Hier sehen wir es, wie viel der YouTuber im letzten Monat verdient hat. Plus minus 100.000 Euro. Das heißt, und dieses Video war, dieser Bericht ist von Mai 2019, und das ist ja also knapp 8 Monate her. Das heißt, er hat sich in dieser Zeit wahrscheinlich noch weiterentwickelt, deswegen liegen wir hier mit unseren 110.000 Euro gar nicht so schlecht. 110.000 Euro ist eine enorm hohe Summe. Was sagt ihr dazu? Ist das gerechtfertigt? Und falls ihr noch weitere Leute habt, die wir analysieren sollen hier auf dem Kanal, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben.
Bis dahin sehen wir uns. Ciao. Auf jeden Fall sehr, sehr respektable Zahlen. Hättet ihr mit solchen Zahlen gerechnet oder hättet ihr das Ganze höher oder niedriger geschätzt? Schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt mir auch, wen wir als nächstes analysieren sollen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.